Folge Nummer 63 von Oxygen Not Included. Wir sind hier wieder unterwegs und hatten letztes Mal gesagt, dass wir hier unbedingt mit dem Dingens weiterkommen wollen, mit dem, sag schon, Erdgas. Dass wir das besser nutzen. Da liegt schon wieder ein Ei vom Pufflet. Das muss hier mal fertig werden, ne? Ha, er macht immer noch hier, ne? Das hat ja keinen Sinn, das haben wir schon gesprochen, ne? Ja, Mordrak hatte das auch geschrieben. Gebäude deaktivieren, dann haben wir Ruhe. Glaube ich. Hat das jetzt deaktiviert? Ich weiß es nicht. So, was macht er denn jetzt? Essen gehen? Ach so, ja gut. Es waren ja einige Dinge, die der Mordrak mir geschrieben hat. Ich komme da jetzt mal gerade ein bisschen drauf zurück. Erstmal unser Zeitplan. Er hatte geschrieben, dass ich besser sowas hier mache. Und sowas hier mache. Und sowas hier mache. Und er meinte auch, ich glaube, erst schlafen gehen. Ne, erst Freizeit, dann schlafen gehen, dann waschen oder sowas, weil das dann in der Nähe ist. Aber ich glaube, ich lasse das mal erstmal so laufen. Sollte schon klappen, ne? Ich würde jetzt gerne schauen, dass wir das hier mal ein bisschen revolutionieren. Also nicht revolutionieren, sondern voranbringen. Dass wir hier die Gaspumpe zum Beispiel in Anstich kriegen. Da kam gerade was hoch. Was passiert denn hier? Duplikanten werden in der Blaupause. Oxyfarmsamen. Ja, nehmen wir den, ne? Ich glaube, Leute, ist zu schwierig mit Essen. Kriegen wir nicht. Da ist er. Oxyfarmsamen. Was war das? Das war doch das Kaltding, ne, oder? Absorbiert Kohlendioxid und gibt atembaren Sauerstoff. Ach ne, das ist ein Sauerstoffding. Das ist ja noch besser. Temperatur 0 bis 40 Grad, Luftdruck mindestens Atmosphäre, Kohlendioxid, Erde. Ja, das ist schon mal gut. Das bedeutet, wir müssen gucken, dass wir den irgendwo einpflanzen, wo wir Sauerstoff brauchen, ne? Ich glaube, wir könnten den mal hier austauschen. Und da machen wir dann den anderen rein, oder? Ich weiß aber nicht, ob der Licht braucht oder so. Werden wir sehen, werden wir testen. So, jetzt können wir hier den Oxyfarm da reinsetzen. Also Kohlendioxid sieht man ja bestimmt, ne? Ja, passt. Temperatur 0 bis 40 Grad. Haben wir. Luftdruck mindestens 25 Gramm. Haben wir. Erde braucht er, Wasser braucht er. Sieht so aus, als ob das das Einzige ist, was er braucht. Schauen wir mal, oder? Ist der auf 9? Ja. Gut. Da kommt einer und macht das. So, und jetzt? Ist er schon gleich kaputt. Nein, er macht. Verbraucht Kohlendioxid, erzeugt Sauerstoff. Sehr gut. Da brauchen wir noch mehr von, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier vorankommen. Was war unser Ziel? Wir wollen das Erdgas besser nutzen. Dafür war das auch mit der Batterie angesagt, ne? Wie steht denn das Erdgas hier in der Leitung? Und reichlich. Das bedeutet, mach das mal auf 9. Harold muss da gleich hin. Hier läuft es irgendwie gerade nicht. Warum kommt da kein Sauerstoff an? Was ist hier blockiert? Ach, hier ist kein Strom. Okay. Ja, das kommt dann besser, wenn wir einen Generator haben. Ja. Alles schwierig. Hier läuft das Wasser runter. Das ist auch gut so. Das wollen wir ja. Pumpe ist da. Wieso läuft die Pumpe jetzt gerade nicht? Rohr blockiert. Warum ist das Rohr blockiert? Ist irgendwo kaputt oder was?
oder so. Hier ist alles im grünen Bereich. Ist so viel Wasser drin? Nein. Hier passiert es nicht. Gibt ein grünes Signal. Ach, der hat keinen Strom, deswegen nicht, oder was? Flüssigkeitsventil hat keinen Strom und funktioniert deswegen nicht. Genauso wie das da wahrscheinlich. Wo kriegen die hier ihren Strom weg? Von da. Da kommt jetzt einer. Und jetzt läuft es auch wieder, oder? Läuft die Pumpe dann auch wieder? Ja, die Pumpe läuft dann auch wieder. Okay, ist das geklärt? Hier ist das Wasser bei 29 Grad. Hier oben ist es bei 30, also wir kühlen schon was ab. Hier fehlt es an Sauerstoff gerade. Jetzt läuft das auch. Maximaler Gasdruck, okay. Hier muss noch was passieren, dass das da hoch kann, oder? Hier geht das gar nicht hoch, oder? Habe ich da was falsch in Erinnerung? Ich glaube nicht, ne? Luftdurchlässiger Ziegel. Bau die mal alle fertig hier gerade. Kriegen wir Wasserstoff und Sauerstoff, das ist ja richtig, ne? Wie ist mit Essen? 9000. Aha. Betten haben wir genug, ne? Da wird auch gerade Essen geerntet, also wir haben 10.000. Das ist auch okay. Nur das mit dem Sauerstoff ist schwierig. Hier ist auch was kaputt gegangen wieder, ne? Muss der die Tür aufmachen, um da rauszukommen? Ja, ne? Ja. Wie sieht's mit der Sauerstoffproduktion hier aus? Naja, aber hier doch, das ist ein bisschen aus, sind da dran, ne? Geht also. Otto geht runter. Haben wir hier jetzt auf neu gestellt? Nein, ne? Haben wir uns immer noch nicht getraut. Mauer auf 7. Otto holt Kupfererz. Und noch mehr Kupfererz, okay. Otto hat Zeit, ne? Da jetzt was passiert? Ich glaube noch nicht, oder? Was hat er jetzt da gemacht? Wie sieht es überhaupt mit Stress und Harold aus? 50. Okay, geht noch. Der ist nicht in der Krankenstation, ne? Nein. Travaldo läuft. Russmann. Miep. Alle sind einigermaßen glücklich. Harold ist hier unten, hat keinen Sauerstoff. Den machen wir ja gerade hier, ne? Oh, jetzt wird hier mal was gebaut, endlich. Was bastelt der so lange da dran, ne? So ein doofer Gitterstein so schwierig zu bauen? Krass, oder? Also die Pumpe pumpt das da rein, bringt das hier nach da und das nach da. Und da werden die Anzüge befüllt. Auf jeden Fall läuft's. So, die ersten Anzüge sind voll, es läuft nämlich durch. Und der ist auch gleich voll, während hier irgendwie was schon wieder kaputt ist, ne? Otto hat irgendwie gerade was sich super gefreut.
Ari geht ganz langsam. Warte mal, wir können mal gucken nach Dingens hier. Ach, das ist Harold nur, der ist aber gerade mal so zufrieden hier. Sollten wir also nichts tun, ne? Wenn wir denen noch was geben, ist schlecht. Ja, unzureichende Sauerstoffproduktion, da sind wir schon klar dran, ne? Okay, hier geht's voran. Ich glaube, das wird auch wieder aufgefüllt, oder? Ah, das war jetzt hier Gossmann, der da gerade reingegangen ist und auch schon wieder zurückgeht, weil er wahrscheinlich jetzt Hunger hat oder sowas. Hätte er sich auch nicht umziehen brauchen, ne? Okay, das dauert natürlich jetzt hier sehr stark. Also wir haben hier einen Filter. Und das ist der Wasserstoff. Wir haben keinen Sauerstofffilter. Das heißt, da wird zwar Sauerstoff produziert, da kommt aber auch andere Sachen rein wie Sauerstoff, oder? Sehe ich das richtig? Nee, Sanitär nicht, Lüftung. Wir haben hier keinen Gasfilter dazwischen, ne? Der uns da die Sicherheit gibt. Dass da wirklich Gas hinkommt, oder? Ich glaube, wir machen das mal so. Also kommt da rein, fließt da durch und geht dann da weg. Und dann machen wir den hier einfach hier nach hier unten und machen den dahin. Und dann gibt es den da und dann passt das schon, oder? Da war eine Kreuzung drin, der Shit. Das müssen wir sofort ändern. Zerlegen. Ne, zerlegen war nicht. Abbruch ist angesagt. So, jetzt nochmal gucken. Rohrbrücke. Lüftung. Ist zu drehen. So. Leitung ist so. Und so. Und dann kommt der Auslass dahin. So passt's, ne, oder? Weiß keine, Priorität ist 5. Super, oder? Aber hier war jetzt, weil das war da definitiv hoffentlich mehr Dingens bekommen. Sag schon, Sauerstoff. Sauerstoff, auch Wasserstoff. Wo kommt denn das andere Wasserstoff her? Ach so, aus dem Filter, alles klar. Also ab und an funktioniert der hier unten ja mal, ne? Also Sauerstoff wird schon viel gemacht, ne? Aber der Rest ist jetzt mau, ne? So, da rein. Also das funktioniert ja dann. Da müssen wir nur den da wegnehmen, ne? Ja, müssen wir mal schauen, wann das gebaut wird. Wann das gebaut wird, das ist die gute Frage. Gossmann, was ist mit Gossmann hier? Gesundheit ist gut, aber was ist was anderes? Ach, Sauerstoffmangel ist das wahrscheinlich. Wie sieht es denn mit Sauerstoff aus hier beim Bett? Oh Gott, wir sind hier schon wieder mit Sauerstoff schwach unterwegs. Wo kommt der denn her? Also der geht schon da hoch, aber hier wird so viel Sauerstoff verbraucht, oder wie sehe ich das? Und hier kommt ja jetzt was rein. Hier ist irgendwie ein Stau. Weil was nicht weiterläuft? Das hier, CO2 läuft da nichts weiter. Ja, Prio. 9. Und einfach das hier mal bauen. Und hier sollten die Öldinger rein, ne? Das hatten wir auch noch. Die wir dann wahrscheinlich hier irgendwo geschlüpft haben und dann leider verstorben sind, gehe ich von aus. Die Eier werden wir aber nicht mehr haben, ne? Erfroren oder wie war das? Oder keine Ahnung. Tiereier sind da oder sind sie weggepackt worden? Pufflet-Ei ist nur da, sonst nix.
Okay, dann ist das so. Aber das muss da oben mal schnell gebaut werden, oder? Ist das Harold? Ja, sehr schön. Der entspannt sich noch. 46, alles gut. Ja, da ist einer am Essen. Also hier bei den Betten, da müssen wir noch mit Sauerstoff mehr klarkommen. Hier sind ja jetzt schon diese luftdurchlässigen Ziegel da, aber so ganz ist das noch nicht so dolle. Hier, da haben wir ordentlich Sauerstoff. Da, wo wir mit Schutzanzügen auch rumlaufen, ne? Das Terrarium, das ist Gebäude deaktivieren. Ne, deaktivieren, so. Hier machen wir. Das ist hier auch voll falsch, oder? Oder haben wir hier den passenden Filter noch drin? Ey, das ist ja krass, oder? Nee, das könnte sein, dass da noch filtert Wasserstoff. Der Rest geht dann hier rein. Also ist sogar tendenziell richtig, was da passiert. Und der Wasserstoff geht nach oben dann. Warte mal, was haben wir hier? Ach, das ist, läuft falsch rum, ne? Das Filtern geht ja runter. Ah. Das ist also auch schlecht, was wir da gebastelt haben. Lüftung. Das bedeutet Bau abbrechen. Bau abbrechen. Gasleitung Bau abbrechen. Gasleitung Bau abbrechen. So, das müssen wir nochmal überdenken, ne, was wir da gerade basteln. Den Gasfilter machen wir dann so eher hin, ne? Genau, so muss er dahin. Und dann muss der so verbunden sein und der muss da verbunden sein. Und dieser hier muss da verbunden sein, aber nicht hier lang verbunden sein. Aber das müssen wir gucken, wie wir das hinkriegen. Das wird schwierig. Ja. Was passiert? Nichts passiert hier. Da geht's nicht voran, hier geht's nicht voran. Der Luftreiniger ist eigentlich jetzt hier unten vollkommen über. Man kann sie da zerlegen, weil was wollen wir da jetzt? Den Kohlendioxid rausfiltern. Den brauchen wir da nicht rausfiltern. Den müssen wir eher hier oben haben, wenn. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal anmachen hier. Die Gaspumpe ist im Vakuum, ist klar. Und jetzt macht Otto was? Otto schaltet das erstmal aus. Das ist schon mal gut. Und dann kann Otto gehen. Ja, wie sieht's hier aus mit denen, ne? Wird auch nicht besser. Wer läuft jetzt darunter? Ari. Ari hat auch Zeit. Was macht Ari jetzt? Er hat Kupfer bei. Der will tatsächlich hier den Kupfer zum Apparat hier bringen. So, das ist schon mal voll. Jetzt staut sich das wahrscheinlich sogar vom Sauerstoff her, ne? Ja, der erste ist schon ganz voll. Zweite ist auch ganz voll und der dritte wird gerade voll. Also läuft das soweit. Der letzte wird auch voll.
Jetzt haben wir nur ein Problem, dass wir hier einen Tank brauchen. Weil uns der Wasserstoff auch nicht weiterläuft. Wow. Lüftung. Wo ist denn jetzt der Vorratstank für Gase? Ach, wir haben noch gar keinen, wir haben nur Flüssigkeiten, ne? Oh, ich glaube, wir sollten unsere Forschung mal überdenken. Da haben wir noch gar nichts gemacht, ne? Aber doch, den gibt's doch hier, den Gastank. Ah, ne. Haben wir noch gar nicht. Doch, das ist weiß. Was haben wir hier? Expressomaschine, okay. Da können wir den Stress abbauen. Ach, hier oben läuft sogar noch was. Sweet Pea Dog. Okay. Der wird aber nicht gemacht, oder? Vertue ich mich da. Lass mal gerade hier überlegen. Bunkertür, Bunkerziegel, Glasschmiede. Minenroboter. Förderschiene. Ah, da müssen wir auch noch dran, ne? Was haben wir hier? Ölbrunnen. Polymerpresse. Mini-Gaspumpe, Mini-Flüssigkeitspumpe. Okay, das ist ja auch noch interessant. Das ist schon fertig. Da oben war ja nichts mehr, ne? Nein. Ist die Frage, wie es weitergehen kann. Bilder. Automation ist das nächste, auch ein gutes Ding. Was haben wir hier noch? Transitrohr. Oh, das machen wir jetzt erstmal. Gut. Weiter geht's da. Ja. Was ist hier kaputt? Gibt's auch einen Reparaturauftrag für. Super, oder? Hier läuft auch noch was. Hier unten wird schon gebaut. Super, der Erdgas, der kommt gleich. Da müssen wir nur gucken, die Prio rundherum, ne? Komm, mach das mal so. Damit das alles fertig wird da. Oh, Holz wird geerntet. Ja, ich sehe aber dann, wir sind schon wieder über 20 Minuten rum. Ich mache mal jetzt einen Cut hier. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Und gerne Kommentare schreiben. Genauso gerne wie das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.